Anschlüsse wollen, er habe nicht mit diesem Chaos Corona-Jahr schon wieder Verwirrung stiften wollen, begründete er seine Haltung, er sei aber offen für die Diskussion. Das allerdings klingt fast schon wieder wie eine Verschiebung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Eigentlich gibt es kein vernünftiges Argument dafür, an der derzeitigen Regelung mit den langen Sommerferien festzuhalten. La Libre Belgique findet es ihrerseits schade, dass die französische Gemeinschaft sich nicht mit Flandern auf einen gemeinsamen Weg einigen konnte, denn das bedeutet, dass während 10 Wochen im Jahr die Schulferien im Norden und im Süden des Landes nicht mehr synchron sein werden. 10 Wochen, was machen denn da die Eltern, die Kinder in beiden Schulsystemen haben? Ja, es stimmt, wir leben in einem föderalen Staat, doch ist das Land zu klein und zu eng gestrickt für so unterschiedliche Schulkalender, jeder für sich. So lautet in Belgien inzwischen wohl die Parole und die Bürger müssen die Suppe auslöffeln. Vom belgischen Rundfunk hatten Sie die Presseschau. Redaktion Roger Pintz.